Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute über Unternehmen, die besonders an ihre Aktionäre denken, die ihnen Kapital zurückgeben auf zweierlei Weise. Unser Gast kennt sich bestens aus mit Dividenden und Aktienrückkäufen. Er kennt und schätzt die Aristokraten, identifiziert die neue Generation der generösen Ausschütter und spricht mit uns über die Europa-USA-Kluft. Als Experte und AAA-Stammgast verrät er uns die besten Dividenden-ETFs, das Munich Re-Phänomen und seine Pharma-Favoriten. Ein Gespräch mit Christian W. Röhl. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 11. Mai und es war eine Anything-Goes-Woche. Quasi alles lief an den Börsen, wobei wir da erstmal natürlich die Indizes meinen. Also es gab bei den einzelnen Aktien deutlich Signale, dass nicht alles ging. Aber wenn wir die Indizes meinen, dann meinen wir tatsächlich mit Anything-Goes auch vor allem den DAX, denn der schloss auf einem neuen Rekord und hat einen Wochenplus von 4,3% hingelegt. Und das gab es schon lange nicht mehr. Und ich sagte, seit wann es das nicht gab? Seit November. Beste Börsenwoche für den DAX seit November 2023. Und wenn man jetzt sogar die Punkte nimmt, die der DAX in dieser Woche gewonnen hat, dann war es sogar die beste Woche seit März 2022. Boah, da sieht man, was da gerade passiert. Und was spannend ist, oder was, ja, der Gewinner ist Siemens Energy. Den hatten wir diese Woche als AAA-Idee. 22,8% ging es hoch. Da ging es ja um die Anhebung der Jahresprognose und darum, dass man ja jetzt wieder den Status als die Energiewende-Aktie zurückerobern könnte. Und dann haben ja auch alle Listen ihre Kursziele angehoben. Wer das nochmal hören will, das war die Folge von Donnerstag. Und was auch im Plus war, ganz dick, Infineon. 20,9%. Ja, das war fast so ein Erleichterungseffekt. Also alles nicht so schlimm wie befürchtet. Und von daher, also Prognose waren ja irgendwie gesenkt worden, aber das war irgendwie erwartet worden. Und irgendwie ist die Aktie unterbewertet. Also in Finnien, da gab es einen großen Seufzer und plus 20%. Und das ist auch ein Thema, was gerade so ein bisschen an den Märkten herumgeht. Es gab ja diese Woche diese Global Conference vom Milken Institute, von dem ehemaligen Junkbond-König, die er da im Beverly Hills Hotel gemacht hat in Los Angeles. Und da war so die Stimmung sowas von bullisch für Amerika. Also da kamen Hedgefonds-Granten und Banker und die ganze Finanz-Who-is-who oder Elon Musk war da. Also waren ganz viele da, so ein bisschen Davos, wie in den Anfängen, weniger politisch und mehr so Finanzgranten. Und das war halt, wie gesagt, bullisch für Amerika. Aber was auch kam, dass viele sich gewundert haben, wie günstig Europa bewertet ist. Und wenn man sich das mal anschaut, beispielsweise S&P 500 hat ein Kursgewinnverhältnis, ein durchschnittliches von 21,5. Also wenn man alle 500 Unternehmen nimmt, die Gewinne addiert und dann guckt, wie oft ist der S&P mit diesen Gewinnen bewertet, ist es 21,5. Und wenn man das beim DAX guckt, ist es nur 13,5. Also da klafft ein Riesenunterschied. Und wenn man das anschaut, auch zwischen Stocks 600 Europa und S&P 500, sieht man auch, wie groß diese Differenz geworden ist. Und ich glaube, da gucken jetzt viele nach Europa und denken, wo kann man da noch was machen? Und so erklärt sich auch dieses fette Plus beim DAX von 4,3% in dieser Woche. Und genau, das kleinere beim S&P 500. Ja, was aber auch sich durchaus sehen lassen kann, immerhin noch mit 1,85%. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Wen haben wir denn da als großen Gewinner? Mettler Toledo. Was machen die denn? Das war doch eine der Hype-Aktien immer. Ich weiß aber auch nicht genau, was sie machen. Wirklich? Aber es war eine, die war immer in den Social-Media-Charts drin. Okay, aber ich gucke gleich nochmal für dich nach. Du kannst dir den Rest mal, ich guck mal schnell, was Mettler Toledo macht und du kannst die restliche Tabelle mal runter. Ja, das mache ich hier ganz. Gen Digital, die waren noch ziemlich stark mit 17% im Plus und dann Vistra und Arista Networks, die haben
tatsächlich überzeugen können mit ihren Ergebnissen. 14% im Plus. Ansonsten waren in dieser Woche nicht alle Technologiewerte sozusagen, konnten nicht alle Technologiewerte erfolgreiche Quartalszahlen verkünden. Da kommen wir nämlich dann auch gleich mal zu den Verlierern. Airbnb, gut, ist jetzt kein klassischer Technologiewert, aber ist irgendwie schon ein Wachstumswert. Minus 8%, da waren die Zahlen eigentlich gut. Ja, der Ausblick war so ein bisschen verhalten. Das hat aber schon gereicht, um die doch ins Minus zu schicken. Und Tesla, ja, Tesla muss man sagen, nach diesem kleinen Zwischenhoch, ne, sind sie eigentlich weiter im Abwärtstrend. Minus 7%, da gab es ja diverse Gründe. Ich fand, das war ja ein bisschen untergegangen. Wir haben das ja auch nur ganz kurz erwähnt. Also wir hatten jetzt den Produktions- oder den Entwicklungschef, der da gegangen ist. Aber diese Meldung, dass die quasi die Supercharger-Crew entlassen haben, auf die Straße gesetzt haben, das ist so ein bisschen untergegangen. Das ist schon vor ein paar Tagen passiert. Also ich meine, es ist schon krass. Das ist eines der großen, ja, Wertstücke oder sozusagen wirklich eine der großen Schätze, die Tesla auch hat, dieses Netzwerk. Und da machen sie auch Tabula Rasa. Also diese Kostenreduktion, weiß ich nicht, da geht, glaube ich, Elon vielleicht wieder ein Stück zu weit. Ich fand ja spannend die Kaffeenummer, die ihr erzählt habt, ja, dass der Kaffee bei Tesla schlecht sein soll. Ja, das spricht ja auch Bände. Also wenn der Kaffee nicht gut ist, dann weiß ich nicht. Ich habe mal bei Mettler Toledo nachgeguckt, das ist ein Laborzulieferer, Präzisionsinstrumente und Dienstleistungen für Laboratorien, Industrie und Einzelhandel. Was natürlich komisch ist, weil das haben wir ja in Europa, haben wir in Deutschland auch, und da gehört Sartorius diese Woche nicht zu den großen Gewinnern, nämlich er ist auf der Verliererseite und das schon seit einigen Wochen. Also scheinen die andere Sachen herzustellen, als das Sartorius macht als Laborzulieferer. Obwohl Kiagen könnte vielleicht ähnlich sein, aber die waren diese Woche im DAX nicht unter den großen Gewinnern oder Verlierern. Ja. Vielleicht, um mal noch zu sagen, was nicht in der Everything Rally, so wie wir diese Woche hatten, drin war, der Arc Innovation, also dieser wunderbare Fonds, der ja auch in Europa jetzt erhältlich ist, minus 5,6% in dieser Woche. Minus 5,6% in einer Woche, wo eigentlich fast alle Indizes gelaufen sind. Und da zeigt sich halt in diesem speziellen Vehikel, zeigt sich halt wirklich diese Brutalität von einzelnen Aktienentwicklungen. Diese Woche Shopify haben die mit drin, minus 20,8% in dieser Woche. Ginkgo, okay, das ist ja schon länger schlecht. Roblox, minus 20%. Unity Software, minus 12. Palantir, minus 12. Coinbase, minus 10. Aber das sind Robinhood, ja, sogar die großen Werte minus, bei ihr, muss ja man sagen. Also es ist ja nicht mal so, ja gut, da hat sie sich ein bisschen verzockt an der Stelle mit einem sehr spekulativen Wert. Aber ich meine, Shopify, Roblox, Unity, Palantir, Coinbase, das sind echte Schwergewichte. Aber da sieht man tatsächlich, dass bei Tech nicht alles gut war in dieser Woche. Ja, es ist, sieht man ja auch, wenn man beispielsweise den 10xDNA vom Kollegen Thelen anguckt, der ist auch in dieser Woche leicht im Minus. Oder wenn man den Global BIT Internet Leaders, da ist ja diese Woche von Duolingo, ist ja fett auch unter die Räder gekommen. Und ja, da merkt man, dass die Indizes nicht die ganze Wahrheit sagen, und wer halt nur kleinere Tech-Unternehmen hat, der hat halt ja nicht so doll. Wenn man sieht beispielsweise auch Gold plus 2,6, aber Bitcoin hat in dieser Woche wieder fett verloren. Es ist eine komische Marktstimmung. Wenn man jetzt, viele sagen ja immer, Bitcoin wäre so ein bisschen Frühindikator für den gesamten Markt. Wenn das so wäre, dann wäre das eher nicht so gut. Aber wer weiß, wie diese Märkte gerade ticken. Und wenn ich diesen Optimismus da weiß, wer es weiß. Stimmt, unser Gast. Ja, na klar, deswegen ist er doch heute unser Gast. Und deswegen war er auch schon so oft unser Gast. Stimmt. Also es ist ein Übergang. Also es ist ein, ja, das ist genial, oder? Also, ich auch sagen. Also Christian W. Röhl ist jemand, der kommt immer gut an. Da kann man nichts falsch machen. Immer. Und es ist wirklich auch nett, dass er immer, wenn wir ihn rufen, dass er sagt, jawohl, ich komme. Ja, stimmt. Und wobei diesmal muss man sagen, ist es natürlich wirklich quasi seine Paradedisziplin. Die Dividendensaison hat begonnen und das ist natürlich wirklich so sein Steckenpferd. Also damit ist er quasi so ein bisschen groß geworden, oder? Ich meine, du kennst ihn länger. Dividenden kassieren, und hat sogar ein Buch drüber geschrieben. Und Christian ist in Barcelona, muss man dazu sagen. Und wir stellten fest, dass in dem Hotel, wo er war, das war ein Boutique-Hotel? Ja, ein wunderschönes, aber nicht sehr praktisches Boutique-Hotel.
Genau, und wie es halt so bei ein wenig praktischen Sachen ist, funktioniert die Internetverbindung auch nicht immer so gut. Deswegen haben wir ihn häufiger über unsere wunderbare Riverside-Verbindung nicht gehört oder mussten erahnen, was er erzählt. Und dann werden viele Leute aber jetzt vielleicht sich fragen, so warum wird jetzt die Frage gestellt oder warum passiert das so? Da dürft ihr euch nicht wundern. Aber so ein Röhl, der strahlt auf jeden Fall auch bei schlechter Internetverbindung super. Also es war trotzdem ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Und ich sag herzlich willkommen, Christian. Hallo Nando, hallo Holger. Freut mich mal wieder bei euch zu Gast zu sein. Ja, freut uns, dass du da bist. Aus der Ferne haben wir dich hier zugeschaltet. Wir sind heute an drei verschiedenen Orten. Du in ganz weit im Westen. Ich bin auch schon westlicher, nämlich im Rheinland. Und der Kollege Sommerfeld ist in Berlin. Also wir haben so eine Dreierkombination. Und du machst jetzt den wievielten Stern jetzt klar, Christian? Wie viel Malte bist du jetzt hier? Ich glaube, es ist der fünfte. Also es ist auf jeden Fall mehr, als die deutsche Nationalmannschaft an Welt- oder Europameisterschaften geschafft hat, um gleich mal die Tonalität zu setzen für diesen Sommer. Ja, jetzt wisst ihr, was hier los ist. Ihr habt also einen Fünf-Sterne-Menschen, haben wir heute hier da. Aber vielleicht kennen noch nicht alle den Fünf-Sterne-Menschen, Christian W. Röhl. Und deswegen gilt auch für dich eine Minute Elevator-Pitch. Deine Minute, Christian, läuft jetzt. Ach Gott, eine Minute kann ich doch gar nicht füllen. Christian W. Röhl, Investor, seit über 25 Jahren professionell im Finanzmarkt unterwegs. Und ich freue mich, die Erfahrungen, die ich so mache, an der einen oder anderen Stelle zu teilen. Gerne in Podcast, gerne auch auf Instagram, auf Twitter, @cwröhl. Und ich glaube, die halbe Minute, die ich noch habe, die lassen wir doch lieber, um ein bisschen über unsere Themen zu sprechen, statt über mich. Oh, das hat er schön. Er schenkt euch also ein bisschen Zeit. Das ist wunderbar. Wir haben ja, was ja gerade perfekt läuft, Dividendensaison. Du bist ja auch als Dividendenmensch bekannt, hast ja auch ein Buch geschrieben über Dividenden. Und vielleicht kannst du ja uns mal so ein bisschen einordnen, ja, was ist das, was erleben wir gerade für eine Dividendensaison? Andererseits erleben wir auch Wachstumswerte, die laufen. Und es ist irgendwie ein bunter Mix an Themen. Vielleicht sortierst du das für uns mal und sagst mal am Anfang, wie du mit der Dividendensaison zufrieden bist, wie du das einschätzt und ob ja Dividendenaktien das the place to be sind oder ob es vielleicht möglicherweise auch andere Unternehmen gibt an den Märkten, die keine Dividende machen und vielleicht besser laufen. Oh Gott, so viel auf einmal. Also zunächst lernen wir gerade in dieser sogenannten Dividendensaison, früher oder später zahlen sie alle. Das ist ja so eine der Prognosen, die ich in den letzten Jahren immer gemacht habe, dass jedes erfolgreiche Unternehmen, das nachhaltig fette Cashflows generieren kann, früher oder später Dividende zahlt. Da haben einige immer gesagt, nein, ja gut, fein, deine Microsoft und deine Apple, die zahlen jetzt, aber Alphabet und Facebook und die zahlen nicht. So, jetzt, was haben wir erlebt? Meta hat angefangen mit der Dividende, dann kam Booking, dann kam Salesforce, jetzt kam sogar noch Alphabet. Amazon kommt noch nicht, aber Amazon hat auch zum Beispiel über die letzten Jahre nicht großartig Aktien zurückgekauft. Die haben generell noch nicht die Phase erreicht, wo man in größerem Umfang was an Aktionäre zurückgibt. Aber also, dass wir vier Werte aus dem Big Tech-Bereich haben, aus der Plattform- und Softwareökonomie, die jetzt Dividende zahlen, das bestätigt mich und das freut mich natürlich. Aber ist das nicht auch so? Das ist immer das Erste, Aber ist es nicht so, dass wenn die Dividende gezahlt wird, auch das Wachstum dann irgendwie nicht mehr so hoch ist? Also ein Unternehmen, also es gibt ja so Studien, die haben festgestellt, wenn ein Unternehmen Dividende zahlt, dann ist es meist so, dass danach die Wachstumsraten kleiner werden und man dann den Aktionärinnen und Aktionären sagt, hey Freunde, ab jetzt dürfte nicht mehr so hohe Wachstumsraten machen, dafür sind wir mehr so Qualitätsunternehmen. Ist das nicht so? Und Naja, also Microsoft zahlt jetzt seit über 20 Jahren Dividende und ich würde mich über die Wachstumsraten nicht beschweren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie haben angefangen damals in einer Zeit, die Dividende zu zahlen, wo sie nicht mehr der großartige Wachstumswert zunächst waren und wo sie Aktionäre ein bisschen besänftigen mussten. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, wenn Unternehmen irgendwann in die Situation kommen, dass sie sagen, jetzt wird es auch mal Zeit, kontinuierlich unseren Aktionären etwas
zurückzugeben in Form eines Commitments. Und das ist ja bei einer Dividende viel stärker der Fall als bei Aktienrückkäufen. Wenn du als Unternehmen in den USA, gerade als Technologieunternehmen, eine Dividendenzahlung aufnimmst, dann tust du das schon, weil du davon ausgehst, dass du diese Dividende in den kommenden Jahren nicht nur halten, sondern steigern kannst. Dass du also auch bei der Dividende ein Wachstumswert bist und das Instrument des Aktienrückkaufs, was diese Unternehmen, die jetzt neue Dividendenzahler werden, ja schon seit Jahren immer wieder praktiziert haben, das ist halt schon eher opportunistisch. Das kannst du auch mal rauslassen, aber Dividende ist ein kontinuierlicher Strom und es zeigt einfach, diese Unternehmen sind in einem anderen Stage jetzt und in dem Stage kann man auch noch sehr, sehr erfolgreich Geschäft machen, sehr erfolgreich wachsen und vor allem sehr erfolgreich Werte für Aktionäre schaffen. Jetzt haben wir das andere Umfeld, da habe ich dich ja eben unterbrochen, da wolltest du noch erzählen, wie es so um den Aktienmarkt insgesamt bestellt ist und die Dividendensaison innerhalb dieses Umfelds. Wie würdest du das denn bezeichnen, Dividendenaktien unter, wenn man es jetzt wissenschaftlich macht, unter Berücksichtigung des allgemeinen Aktienmarkttrends, also auch etwas verschwurbelt formuliert? Naja, also erstmal muss man ja sagen, Dividendensaison ist ja vor allem ein deutsches Phänomen oder ein Phänomen in der Dachregion. In anderen europäischen Ländern haben wir ja die Dividendenstichtage nicht so massiert auf den Mai und Juni, weil es dort ja auch Interimsdividenden gibt. In den USA sowieso die Quartalsdividenden, teilweise Monatsdividenden. Also das ist schon ein Thema hierzulande und die Dividendensaison, die geht in Deutschland ja einher mit neuen Rekorden beim DAX. Vielleicht auch, weil das Geld, was ausgeschüttet wird, ja sofort wieder reinvestiert wird. Da gibt es ja auch gute Gründe für bei dem einen oder anderen Großzahler. Man sollte sicherlich die Dividendenzahlungen, die wir auch sehen, ich habe ja vor 3 Wochen mit der FOM, mit dem Professor Frehr die Dividendenstudie rausgebracht und ist da auch schon gesagt, wir sollten nicht diese Rekordsummen an Dividenden als Indikator für die Wirtschaftskraft in Deutschland sehen, sondern wir sollten sehen, dass diese Summen im Wesentlichen aufgestellt werden von großen Konzernen, die sich längst global positioniert haben, die also in der Lage sind, auch Schwächen auf dem Heimatmarkt durch gute Geschäfte in anderen Teilen der Welt zu kompensieren. Und auch das ist ja etwas, was positiv ist. Jetzt gab es ja trotzdem Dividenden. Aktien haben ja so ein bisschen underperformed, also die klassischen, wenn man sagt, so Dividendenaktien. Was sind für dich Dividendenaktien und was heißt für dich underperformed und drittens, in welchem Zeitraum? Ja, genau, das ist natürlich. Ja, jetzt sag mal. Genau. Nein, aber es gibt ja so Dividenden-ETFs, die man sich dann anschauen kann und die sind ein bisschen schlechter gelaufen als der breite Markt und in welchem Zeitraum? Jetzt müsste ich ja. Also wir müssen ja immer zeitkongruent reden, lieber Holger. Und also zum Beispiel, es gibt ja jetzt diesen Bestseller-Fonds von Vanguard, diesen All World High Dividend ETF, der, naja, so sagen wir mal, die allereinfachste Dividendenstrategie umsetzt, nämlich ich kaufe die Aktien, die höchste Rendite haben. Das machen die jetzt nicht so ganz eng fokussiert, sondern sie machen es mit 2000 Werten, ne? Also wirklich schon sehr groß. Und dieser Fonds hat seit Auflegung irgendwann 2014 natürlich einen recht großen Abstand zum MSCI World oder zum FTSE All World. Interessanterweise in den letzten 3 Jahren ist es fast gleich auf. Wenn man jetzt in dieses ganze Dividendenthema noch ein paar Qualitätskriterien reinbringt. Wenn man also beispielsweise ein positives Dividendenwachstum über 5 Jahre sehen will, wenn man die allzu hohen Ausschüttungsquoten rausnimmt, dann ist man bei sowas wie dem Van Eck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF, der ja in der Tat seit 2016 auch 30 Punkte schlechter ist als der MSCI World. Allerdings, witzigerweise, seit Anfang 2021
und das sind ja auch immerhin jetzt fast 3,5 Jahre, ist dieser Fonds 25 Prozentpunkte besser gelaufen als der MSCI World. Wir sehen also, ob jetzt Dividendenaktien in Anführungszeichen besser oder schlechter laufen als der Gesamtmarkt, hängt entscheidend davon ab, wie definieren wir Dividendenaktien und auf welchen Zeitraum gucken wir? Denn du kannst ja letztendlich alles, was du sagen möchtest, durch die Wahl des Zeitraums immer irgendwie mit einem Chart untermauern. Deswegen vorsichtig, und man sollte vielleicht auch da nicht immer dieses große Fass aufmachen, dieses Duell, hier Dividendenaktien, dort Wachstumsaktien, immer dieses Versus, sondern einfach mal den Portfolio-Kontext berücksichtigen. Und da sehen wir, dass wir ja in MSCI World relativ US-lastig, relativ tech-lastig haben. Für mich persönlich kein Problem, aber es ist einfach ein Faktum. Und Anleger, die sagen, no, da könnte ich mir vorstellen, ein bisschen nachzujustieren, gerne ein bisschen runtergehen im US-Exposure, ein bisschen andere Branchen, vielleicht ein bisschen mehr Finanzen, ein bisschen mehr Industrie, ein bisschen mehr Rohstoffe reinzunehmen, no, die können dann einen solchen Dividend Leaders ETF nehmen, um den MSCI World als Basisinvestment nachzuwürzen. Denn die Überlappung dazwischen sind nur 6%. Echt so klein nur? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe ihn nur mal auf meinen Bildschirm geholt, den Vanguard FTSE All World. Der hat in diesem Jahr gemacht 10,4. Und der Vanguard FTSE All World High Dividend hat gemacht 8,8. Das meinte ich mit Underperformance. Aber du hast 5 Monate. Ja, hast du völlig recht. Ist natürlich, aber auch über längere Laufzeit ist das. Vielleicht kannst du uns erzählen, ja, genau. wenn du jetzt einen Dividendenansatz machst, du hast ja jetzt ja schon die Unterschiede gemacht. Es gibt welche, die nehmen den Billow-Ansatz und sagen einfach hohe Dividenden. Die anderen sagen Qualitätsdividenden. Die dritten sagen Aristokraten. Die vierten sagen sonst was. Vielleicht können wir mal sortieren, auch in dieser Sphäre gibt es ja so viele unterschiedliche Dividenden-ETFs. Welches Produkt oder welche Idee du präferieren würdest? Naja, also das Einfachste haben wir ja gerade schon erwähnt, das ist einfach dieses, ich gehe mit der Flinte durch den Wald und nehme mir sozusagen die Dividendenjagd richtig an und schieße mir die allerhöchsten Dividendenrenditen. Je fokussierter ich sowas mache, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit Kapital vernichte. Und das beste Beispiel dafür haben wir in den USA, der Global X Super Dividend ETF, der wirklich die höchsten Dividendenrenditen weltweit jagt, seit 2011 am Markt ist und es in dieser Zeit geschafft hat, jeden Monat fette Renditen auszuschütten, aber gleichzeitig beim Kurswert so viel zu verlieren, dass man heute ungefähr genauso viel hat wie 2011. Das heißt also, dieses Nullsummenspiel, linke Tasche, rechte Tasche, weil einfach hohe Dividendenrenditen ein Warnsignal sind. Nicht nur kommen sie dadurch zustande, dass die Dividenden hoch sind, sondern sehr häufig eben dadurch, dass die Kurse so stark gefallen sind, weil man eben die Nachhaltigkeit dieser Dividenden anzweifelt. Okay, also das ist es nicht. Welchen würdest du denn jetzt von den Dividenden Strategien, welchen Fonds würdest du kaufen, wenn du sagst, ich kann einen globalen Dividenden-ETF kaufen? Welcher wär's? Ich hab eine Vermutung. Es geht ganz klar dabei um den Ansatz, wie man Dividende interpretiert. Also Dividende ist ja kein Faktor im Sinne des Faktor-Investings, sondern Dividende steht zwischen zwei Polen. Der eine Pol ist Value, also der Versuch, günstige Aktien zu finden. Der andere Pol ist Quality, also Unternehmen mit besonders herausragenden Merkmalen. Value, ne, das kann halt auch Resterampe sein. Da sind wir halt in diesem Thema, was ich gerade erwähnt habe, am Beispiel dieses Global X sogenannten Super Dividend ETF oder auch des Maximum Plus Dividend ETFs von der DK auf den DAX. Das ist das Gleiche. Der schneidet langfristig schlechter ab als alle Indizes, aus denen er sich speist. Der andere Pol ist halt Quality Investing, gute Unternehmen zu finden, Unternehmen, bei denen die Dividende auch ein Signal für Resilienz ist, dass
haben wir sehr einfach in diesem Ansatz der Aristokraten, die halt in dieser Form nur in den USA in der Breite existieren. Deswegen, ich bevorzuge die Qualitätsinterpretation, und wenn ich es auf einen ETF runterbrechen soll, dann wäre es der WisdomTree Global Quality Dividend ETF, weil das sind genau diese Themen, auf die ich persönlich auch bei einzelnen Aktien Wert lege. Globaler Ansatz, Qualität, Wachstum, Dividende, diese Merkmale zusammenzubringen. Und das ist dann eigentlich eine Dividendenstrategie eigentlich über Bande, weil Dividende bei diesem Mechanismus nur am Anfang, nämlich in der Vorselektion, es kommen eben nur Dividendenzahler rein, und am Ende, nämlich bei der Gewichtung der Unternehmen nach Dividendenvolumen, eine Rolle spielt. Dazwischen aber die klassischen Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel stabile Gewinne und auch entsprechendes Wachstum bei den Gewinnen die Rolle spielen. Welches Ding machen die denn da genau? Also da muss ein fester Algorithmus dahinter stecken, weil es ja auch ein ETF ist und eine feste Auswahl. Kannst du das vielleicht ein bisschen mitnehmen, mal sagen, wie das genau gemacht wird, damit wir mal. Ja, vielleicht einfach mal ein Beispiel für eine dieser, also eine Aktie, wo du sagst, der in diesem Wisdom Tree drin ist, wo du sagst, das ist eben so eine Aktie, die sozusagen auch diese Qualitätskriterien erfüllt. Und ich hätte auch gerne mal so eine klassische Aktie, so eine Irrtumsaktie, die in diesem, ich schieß mit der Flinte sozusagen in den Wald hinein, die einfach nicht funktioniert, und aus welchen Gründen? Also das mit, ich schieß mit der Flinte in den Wald hinein, ein Thema dafür wäre zum Beispiel alles, was im Reedereibereich ist. Ja, also ich habe jetzt wirklich keine Einzelaktien aus dem Super Dividend auf der Pfanne, ganz einfach, ja, weil es halt wirklich teilweise sehr exotische Titel sind, die dann eben in dem Moment mit einer sehr hohen Dividendenrendite aufwarten. Aber ein klassischer Fall dafür wären zum Beispiel wirklich Reedereiaktien, die ja dann sehr hohe Dividendenrenditen hatten, weil die Sonderfaktoren hatten im Jahr 2020, 2022, dadurch also auch die letzte Dividende 2023 monströs war. Und wenn du halt mit diesen Dividenden und den danach deutlich gefallenen Kursen argumentierst, dann hast du gleich mal ordentliche Dividendenrenditen, die aber eben nicht nachhaltig sind, weil sie dieses Jahr dann nicht gekommen sind. Ich meine, du siehst es bei einer Hapag-Lloyd, die waren ja 2022, 2023 jeweils der größte Zahler am deutschen Aktienmarkt. Hapag-Lloyd hat letztes Jahr 11 Milliarden Dividende gezahlt. Das ist mehr als Allianz und Mercedes zusammen. Aber das war halt dieser besondere Pandemie-Effekt. Dieses Jahr ist die Dividende dann runtergegangen auf irgendwie in Summe 1,6 Milliarden. Schon das ist immer noch ein Vielfaches dessen, womit die mal angefangen haben vor der Pandemie. Ist also großartig. Und ist auch genügend, dass Herr Kühne eigentlich den Elbtower und den HSV retten könnte, alleine mit dieser Dividende. Aber es ist natürlich für jeden, der diese Dividende damals in Anführungszeichen gekauft hat, wegen der Rendite, eine Enttäuschung. Anderer Fall, den wir lange in den Hitlisten ganz oben gesehen haben, war Bayer. Ja, sehr lange stand bei Bayer eben noch die Erwartung für dieses Jahr, da werden 2 Euro, 2,20 Euro oder so gezahlt. Naja, und bei einem Kurs von 30 Euro oder anschließend dann drunter waren das halt Renditen von 8%, ja, die man sich dann da ausdenken kann. Dummerweise kam dann diese Dividende nicht, beziehungsweise aus meiner Perspektive nicht dummerweise, sondern absolut richtig, dass Bill Anderson diesen Zopf abgeschnitten hat und dann nur diese staatlich oder gesetzlich garantierte Mindestdividende gezahlt hat. Und die Bayer war dann auch nicht in den Quality-Dividenden mit drin, oder schafft der Filter? Nein, also bei den Quality-Dividenden kommen sie ja schon alleine nicht rein, weil es einfach das Gewinnmomentum nicht da ist und weil, also je nachdem, wie man Qualität dann interpretiert, jetzt zum Beispiel wäre ja auch Verschuldung so ein Thema, ja. Also kannst du uns sagen, was genau für Kriterien jetzt sind bei den Quality? Wahrscheinlich Ausschüttungsquote, also wie viel Prozent des Cashflow schütte ich aus? Dann hast du ja schon einen angesprochen,
Verschuldung, weil das ja natürlich auch immer im Zweifelsfall, wenn mal die Weltlage sich verschlechtert, muss ich ja meine Schulden eher bedienen, als die Aktionäre irgendwie mit Kapital zu beglücken. Und dann hast du wahrscheinlich ja, Geschäftsmodell. Typisches Kriterium ist auch immer Rendite auf das eingesetzte Kapital für Qualität oder eben sehr beliebt auch die Stabilität der Gewinnentwicklung, dass man also zum Beispiel noch so eine Standardabweichung drüber legt. Ah. Ja, das sind alles gute Indikatoren. Man darf nicht vergessen, dass Qualitätsinvestment in dieser Form dann nicht mehr ganz so transparent und einfach nachzuvollziehen ist wie die einfache Renditeliste, ne? Weil da ist es dann ein Faktor, da kann man sehr genau sehen, okay, das sind die Werte, die da reingehen. Quality Investment in der Form basiert ja dann meistens darauf, dass du 3-4 Faktoren zusammenpackst, dann wird daraus ein kombiniertes Ranking gemacht, ein sogenannter Z-Score, wo also die Werte umgesetzt werden in so eine Skala von 0 bis 100 und dann werden sie addiert. Das heißt, am Ende zu sagen, okay, aha, da ist jetzt also eine Microsoft drin in meinem Quality Fonds, in meinem Quality Dividend ETF, wie ist denn die da reingekommen? Das wird dann recht schwierig. Und da ist sicherlich auch schon das Thema, die sagt, da wären Fondsanbieter, ETF-Anbieter gut beraten, diesen Prozess der Aktienselektion etwas stärker zu kommentieren und zu kommunizieren. Das gilt aber generell für ganz viele ETFs und Fonds, dass ich mir wünschen würde, dass da mehr gesprochen wird. Also auch bei Themen-ETFs, über die man ja sowieso nochmal einen eigenen Podcast machen könnte oder mehrere, weil man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss. Aber gerade wenn es so um hybride Themen geht, um diese Zuordnung wie KI oder wie Robotik, ja, würde ich mir wünschen, dass da von Seiten der Indexanbieter, von Seiten der ETF-Anbieter mehr kommuniziert wird, um auch mehr Vertrauen durch Transparenz in diese Produkte zu kriegen. Wie oft wird denn da umgeschichtet eigentlich oder wie oft sollte, also wie oft wird umgeschichtet und wie oft sollte eigentlich dann deiner Meinung nach umgeschichtet werden in diesen Fonds? In der Regel halbjährlich. Und das reicht auch völlig aus. Es gibt einige, die machen es nur jährlich. Es gibt ja keinen Grund, das jetzt vierteljährlich zu tun oder monatlich, weil Qualität ist ja nichts, was sich jetzt innerhalb kürzester Zeit ändert. Und wenn man jetzt nach Quartalsergebnissen auf diese Zahlen draufschaut, dann erhöhst du am Ende nur das Rauschen und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Und wie oft ist die Rotation? Also sind diese Fonds tatsächlich so, dass wenn man jetzt den S&P nimmt, sind da jetzt völlig andere Werte drin als noch vor 3-4 Jahren? Oder ist die das haben, schon ein relativ großer? Die haben einen relativ hohen Turnover. Ja, das ist schon zeitweise so um die 30, 35, 40%. Ja, was sich einfach auch dadurch erklärt, dass sich allein schon Gewichtungen auch verschieben. Ja, die Gewichtung der Aktien am Ende erfolgt halt dann nach dem Volumen der Dividendenzahlung und da hast du halt schon zum Beispiel vor 2 Jahren nach den hohen Rohstoffpreisen entsprechend höhere Gewichtung bei einer Rio Tinto, bei einer BHP gehabt, während zuletzt ja die Volumenanhebungen im Technologiebereich waren und da Technologiebereich stärker gelaufen ist. Aber wird das dann nach Marktkapitalisierung gemacht? Oder ist es so, dass dann nochmal aktiv was verschoben wird? Oder dass man das sagt, das ist nach Dividendenqualität? Also Gewichtung wäre jetzt in dem Fall bei WisdomTree nach Dividendenvolumen. Ja, die natürlich irgendwie mit der Marktkapitalisierung einhergeht, weil eine Apple mehr Volumen hat als eine Nemetschek, sowohl bei der Marktkapitalisierung als auch bei der Dividende. Und kommt dann sowas wie Alphabet, würde dann automatisch reinkommen, weil sie jetzt eine Dividende zahlen oder müssen die erstmal 3 Jahre zahlen und dann kommen sie erst rein? Nee, Alphabet würde sich dann bei der nächsten Umschichtung als Dividendenzahler qualifizieren, wäre damit im Ursprungsuniversum drin und würde dann genau wie alle anderen Dividendenzahler eben diesen Prozess durchlaufen, was die Qualitätsfilter angeht. Und da muss man schon sagen, generell
auch bei Indizes und ETFs, die einen Dividend Quality ETF haben, die dürften dadurch, dass wir eben jetzt eine Alphabet, eine Meta, eine Booking, eine Salesforce auch in der Grundgesamtheit haben, tendenziell noch tech-lastiger werden. Weshalb man da auch durchaus dann bitte mal in die Factsheet reinschaut, wenn das dann im zweiten Halbjahr sich materialisiert hat mit diesen Umschichtungen. Und dann muss jeder auch für sich entscheiden, okay, bin ich mit dieser Tech-Lastigkeit meines Quality-Investments so noch zufrieden oder möchte ich da nicht mal ein bisschen nachjustieren in dem Portfolio, zum Beispiel sektoral. Und dann wäre es halt ein Thema, dass man vielleicht bei so einer gut gemachten Renditestrategie wie den Dividend Leaders was macht oder dass man es auch mit Einzelaktien macht, dass man sagt, naja, vielleicht, was fehlt mir? Mir fehlt Finanzen, mir fehlt Rohstoffe, mir fehlt Energie und da würze ich entsprechend nach. Und das ist also ein ganz wichtiges Thema, nicht immer nur auf das einzelne Produkt zu schauen, sondern wirklich den Depot-Kontext zu nehmen. Sowas wie der Dividend Leaders ETF, der hat momentan 40% Finanztitel da drin. Das ist auch gleichzeitig der Cap. Das ist nichts, wo ich sage, das ist jetzt ein Just-One-Produkt nach dem Motto, wenn ich nur einen ETF kaufen dürfte, dann wäre das der. Um Himmels Willen bloß nicht. Ja, da würde ich dann so ein Quality Dividend ETF viel eher sehen. Aber so ein Dividend Leaders ist auf jeden Fall ein Produkt zum Nachwürzen. Nicht jeder ETF, der gut ist, muss auch diesen Anspruch haben, dass er sich eignet als Paketlösung für alle Bedürfnisse. Davon gibt es eben nur ganz, ganz wenige. Was ist denn, Christian, von dem Aristokratenansatz in dem Fall zu halten? Da halte ich ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, das ist ja, sind Unternehmen, die die Dividende mindestens 25 Jahre, glaube ich, genau hintereinander erhöht haben. Da dürfte ich ja dann noch nicht so eine hohe Tech-Quote haben, weil wahrscheinlich selbst eine Microsoft zahlt, weiß ich nicht, ob die seit 25 Jahren Dividende zahlen, aber auf jeden Fall weniger Tech. Ist es noch zeitgemäß? Ja. Das ist ja nochmal eine ganz andere Methode, oder? Ja, also das wird dann auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren einige Tech-Zugänge erhalten, nämlich zunächst dann wirklich in 5 Jahren eine Microsoft und dann kommt in 12 Jahren oder in 11 Jahren kommt dann eine Apple dazu. Momentan also noch ein bisschen in 25 Jahren Meta und Alphabet, sehr schön. Das wäre gut möglich. Wir werden das dann hier ausführlich würdigen im Podcast. Ja, da darf ich, also da können wir das bitte fix machen, dass ich auf jeden Fall wiederkommen darf, wenn Alphabet ein Dividendenaristokrat ist in 25 Jahren. Glaubst du, dass das so kommt? Jetzt haben wir ja Alphabet, klar, die haben wahnsinnig viel Cash, was sie erwirtschaften, aber gleichzeitig haben sie viel Ausgaben, weil du musst ja auch überlegen, du musst ja dein Suchgeschäft, das musst du ja verteidigen und da musst du ja paranoid sein, weil alle wollen an dein Suchgeschäft ran und du musst es ja irgendwie verteidigen und da musst du auch viel ausgeben. Also glaubst du trotzdem, dass sie es schaffen könnten, Aristokrat zu werden in diesem Umfeld? Ja, da gehe ich schon von aus, dass sie es schaffen können, weil sie nach wie vor sehr, sehr viel Cash generieren und wir sehen das auch bei anderen Unternehmen, die diesen Aristokratenstatus haben. Die haben ja auch investiert und die haben auch über Zyklen das geschafft und das ist ja auch eigentlich der Reiz dieser Geschichte, zu sagen, Mensch, ein Unternehmen, das schafft es jetzt wirklich seit 25 Jahren, über verschiedenste Wirtschaftszyklen hinweg, über Krisen, Crashs und Katastrophen, Strukturwandel hinweg, jedes Jahr mehr an seine Aktionäre auszuzahlen. Da kann man zumindest mal sagen, ja, das Unternehmen ist irgendwie resilient. Das muss so die Anpassungsfähigkeit in der DNA haben. Und wenn man auf Einzelaktien geht, kann man sagen, okay, das ist schon mal ein positiver Trigger. Das Unternehmen kann man sich jetzt näher angucken. Wenn man auf die Breite geht, dann kann man sagen, daraus kann man eine Anlagestrategie machen. Und das ist ja genau dieser Dividend Aristocrats ETF, der in den USA unter dem Kennzeichen Noble
verfügbar ist. Das ist ja auch eine Strategie, die von S&P 500 schon, oder von S&P Standard & Poor's schon seit 1990 etabliert wurde. Die Aristokraten aus dem Jahr 1990 sind inzwischen weitgehend Geschichte, ja, weil viele Übernahmen stattgefunden haben, einige Unternehmen auch ausgeschieden sind aus dem Kreis der Aristokraten. Ein paar sind dabei geblieben, wie beispielsweise eine Coca-Cola oder wie eine Johnson & Johnson, aber dafür sind halt immer wieder auch Unternehmen dazugekommen. Und natürlich ist es keine Garantie, wenn ein Unternehmen langfristig die Dividende gesteigert hat, dass es das auf alle Ewigkeiten auch in Zukunft machen wird, sondern es ist einfach ein positiver Trigger. Aber es gibt natürlich immer Unternehmen, die daraus auch ausscheiden. Wir sehen das gerade. 3M wird aus dem Kreis ausscheiden, allein dadurch, weil man sich jetzt quasi ja neu aufgestellt hat, neu erfunden hat, in zwei Firmen aufgespalten hat. Und wer ebenfalls ausscheidet, ein sehr traditionsreiches Unternehmen, Leggett & Platt, der Matratzenhersteller. Aber bei denen war es halt auch, wenn man auf Ausschüttungsquoten geht, ein bisschen mit Ansage. Ja, dann trigger uns doch mal, Christian, denn, weil wir wollen jetzt natürlich wissen, wer kommt denn in diesen erlesenen Club rein oder wer ist gerade reingekommen? Du hast gerade schon gesagt, die Großen, die kennt man halt, McDonald's, Coca-Cola und so weiter. Aber wer kommt denn jetzt rein in diesen Club? Es gibt, ja, was heißt, die Großen, die kennt man natürlich, das ist das eine. Aber es gibt auch Unternehmen, die dort schon lange drin sind, die man nicht kennt, zumindest hierzulande nicht wirklich kennt. Etwa eine Cintas, die in den USA Berufsbekleidung as a Service macht, die also dafür sorgen, dass Unternehmen sauber dastehen, dass Blaumänner oder Graumänner oder wie immer man diese Berufsbekleidung nennt, dass die regelmäßig gewechselt wird, gewaschen wird und in sauberer Form wieder ins Unternehmen geliefert wird. Dazu noch so ein bisschen Cleaning-Accessoires. Und das ist ein sehr, sehr fragmentierter Markt, in dem Cintas Marktführer ist, immer stärker auch durch kleine regionale Übernahmen wächst. Und das ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte, ein wirkliches Wachstumsunternehmen mit einer geringen Ausschüttungsquote, ja, aber eben auch einer der Dividendenaristokraten und ein Beweis dafür, dass die Gesamtheit dieses Index eben nicht nur träge, schwere Konzerne enthält, sondern auch Unternehmen, die richtig dynamisch wachsen und das abseits des klassischen Tech-Bereichs. Gut, du hast ja gerade Cintas genannt. Ich habe mir die Aktie mal hier auf dem Bildschirm geholt. Die hat wirklich in 5 Jahren 27% annualisierte Rendite gemacht. Jahr für Jahr. Das ist ja ein wahnsinnig erfolgreicher, ja, nicht nur Aristokrat, sondern auch, wir würden ja sagen, Compounder. Das ist ja das ist, glaube ich, was ist denn das Schönere, der Aristokrat oder der Compounder? Oder ist eigentlich beides das Gleiche? Es ist, naja, so ein Aristokrat, der wirklich dauerhaft auch Wachstum zeigt und jetzt nicht, sagen wir mal, seit 10 Jahren mit einer anämischen Steigerung von 0,05 Dollar pro Jahr irgendwie versucht, diesen Status aufrechtzuerhalten. Ein Aristokrat, der mehr Wachstum bietet, ist dann auch ein Compounder. Ja, und das geht eben auch in Bereichen, die nicht Technologie sind. Ein anderes Beispiel neben Cintas, das wäre zum Beispiel eine Fastenal, ja, so ein bisschen sowas wie die amerikanische Wirt. Industriebedarf stellen die zur Verfügung, also ein Händler, ein Distributor, die stellen auch in Unternehmen dann solche Automaten auf, wo man dann solchen Industriebedarf, das, was gerade in der Produktion gebraucht wird, so kleine Verbrauchsteile, Schrauben oder auch Uhrstöpsel und all sowas, Befestigungsteile, wo man das dann rausziehen kann. Auch das ist ein Dividendenaristokrat, der seit, ich glaube, 26, 27 Jahren steigert. Und auch da, Holger, wirst du jetzt dein Bloomberg-Terminal, ja, genau, vor dir haben. 18,7. Und das, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen können. Ja, 18,7, genau, 18,7 annualisiert die letzten 5 Jahren. Wahnsinn. Es ist schon faszinierend. So. Ich guck mir aber doch. Ja, und also das sind eben auch Dividenden-Aristokraten. Und das ist eben nicht nur Johnson & Johnson oder Coca-Cola, die Großen. Und das sind eben nicht nur diese zerlodderten, zerfledderten, wie eine
3M, ja, das gehört eben dazu, natürliche Auslese. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, wenn man sich für so einen Ansatz entscheidet wie Dividendenaristokratie, dass man dann nicht sagt, okay, ich mache das jetzt mit 3-4 Aktien. Das wird früher oder später schiefgehen, insbesondere weil man sich dann gerne blenden lässt von hohen Dividendenrenditen. Und dann ist halt automatisch eine 3M drin. Und eine 3M ist eigentlich relativ egal, wenn du 30 Werte hast und da ist eine so eine Lusche drin und du hast dann auch eine Cintas drin. Aber wenn du nur 4 Werte hast und es ist dann, weil es halt so schön nahe liegt, eine Coca-Cola, eine Pepsi, eine Johnson & Johnson und eine 3M, dann hauen natürlich eine 3M mit einem Viertel da richtig rein. Jetzt habe ich mal geguckt, der größte Wert in dem Dividend-Aristokrat ist Albemarle. Das würde man ja jetzt nicht als Aristokrat jetzt per se sehen. Das ist ja eine sehr volatile Angelegenheit. Das ist ja eine Kupferaktie. Ja, auch eine Aktie mit Lithium-Fantasie. Meine ich, nicht Kupfer, Entschuldigung. Da drin, ja. Und das ist auf jeden Fall ein Beispiel auch dafür. Es gibt in allen Branchen Aristokraten und es dürfte wahrscheinlich von der Dividendenkontinuität her die größte und in Anführungszeichen beste Rohstoffaktie sein. Albemarle, wobei für den Rohstoffsektor halt Dividendenkontinuität schon etwas wirklich sehr Besonderes ist und nur einhergehen kann mit einer wirklich niedrigen Ausschüttungsquote. Ja, und dann, wenn ich hier in die Liste weiter reingucke, auch das nach dem Lithiumwert Albemarle haben wir auch beispielsweise Next Era Energy. Das war ja auch so ein Versorger, der schon in finanziellen Schwierigkeiten war. Wie kann denn jemand da in den Aristokratenstatus reinkommen, lieber Christian? Naja, wir haben, es ist ein Versorgergeschäft, hat ja eigentlich zunächst mal recht planbare Erträge und ist prädestiniert dafür, in eine solche Liste hineinzukommen. Und es ist ja auch nicht der einzige Aristokrat. Also wenn du eine Consolidated Edison nimmst, die sind ja auch Aristokrat und noch einige mehr. Bei Next Era hatten wir halt die Situation, dass die eben nicht nur Versorger sind, sondern auch Investor, vor allem in erneuerbare Energien, sprich Wind, wahrscheinlich der größte oder einer der drei größten Windinvestoren überhaupt in den USA. Sie haben ja Teile von ihren Aktivitäten dann auch ausgelagert in eine LP, eine Limited Partnership, wo sie dann wiederum selber Cashflows rausziehen. Und wenn du in dem Umfang investierst, in dem Umfang auch Schulden aufnimmst, dann steigen die Zinsen und dann fangen Investoren an, darüber nachzudenken, dann kann es natürlich schon mal rumpeln. Und das haben wir an der Kursentwicklung gesehen. Aber Next Era Energy steht nach wie vor dort als stabiles Unternehmen. Dann hat mich war halt vielleicht, das muss man auch sagen, über einige Jahre hinweg gemessen an der Verschuldung, auch gemessen an den Erträgen, viel zu hoch bewertet für einen Versorger. Und das wurde jetzt einfach dann mal korrigiert. Ich frage mich immer, Christian, ist das eigentlich so schlau, auf Teufel komm raus zu versuchen, in diesem Club zu bleiben? Also ist es nicht dann auch in vielen Fällen sinnvoller, die Dividende dann vielleicht nicht zu kürzen, aber nicht zu erhöhen, nur um drin zu bleiben? Ich meine, dann kann man dann vielleicht doch anderes, besseres mit diesem Geld anfangen, oder? Definitiv. Also eine Dividende nur zu zahlen, damit man weiter dieses Etikett Aristokrat hat, damit man weiter sagen kann, wir haben jetzt seit nicht mehr 27, sondern 28 Jahren die Dividende gesteigert. Das ist völlig verfehlt. Das ist überhaupt dieses Hinterherlaufen hinter dem Kapitalmarkt, das bringt in den seltensten Fällen etwas. Aber gibt's einen Aufschlag? Gibt's einen Aufschlag dafür, wenn ich Dividendenaristokrat bin, einen Bewertungsaufschlag? Naja, also du hast schon, wenn du dir die Unternehmen in dem Dividend Aristocrats anschaust, gegenüber klassischen Industriewerten einen Aufschlag. Aber was ist das für ein Aufschlag? Ist das ein Aristokratenaufschlag oder ist das nicht einfach ein Quality-Aufschlag? Ja, ich meine, du kannst es jetzt nicht vergleichen, den S&P 500 Dividend Aristocrats Index mit der Bewertung mit dem S&P 500, weil die Bewertung des S&P 500 im Durchschnitt halt recht stark
stark getragen ist von Technologiewerten. Das ist ein anderes Thema, aber du hast natürlich schon bei den Dividend Aristocrats einen Qualitätsaufschlag, weil ja auch viele Werte sich für andere Qualitätsdisziplinen dann entsprechend qualifizieren. Das ist schon so, aber es ist natürlich auch ein Eingeständnis für ein Management gegenüber den Aktionären, wenn du nach einem solchen Track Record sagen musst, ne, also ich bin jetzt derjenige Vorstand, der euch sagen muss, es geht nicht mehr. Ja, es haben alle in der Vergangenheit geschafft, diesen Track Record durchzuhalten, siehe Dividendenkönig 3M, aber ich bin jetzt derjenige, ich muss euch sagen, das funktioniert so nicht. Und da ist eine gewisse Schwellenangst. Und wir haben das bei 3M ja schon in den letzten Jahren gesehen. Es ist ja nicht so, dass jetzt da eine Kürzung kommt im Rahmen einer Strukturmaßnahme, nämlich diese Spin-offs, wo man sagt, na ja, das war jetzt hoch überraschend, sondern es war seit Jahren halt ein Thema, dass das Unternehmen strukturell nicht mehr wächst, dass es zu träge geworden ist, dass es gleichzeitig immens Rechts- und Schadensersatzprobleme hat, die auch am Free Cashflow nagen, nicht nur kurzfristig, sondern wegen der Ewigkeitschemikalien und der Earplugs auch auf Jahre hinaus nagen werden, sodass man sagen konnte, naja, das sind genügend Bedrohungsfaktoren für die Dividende da. Und deswegen, ich habe es auch eben schon mal mit Blick auf Bayer gesagt, ist es natürlich die richtige Entscheidung von einem Management zu sagen, unser Fokus ist das operative Geschäft, dass wir das ausreichend finanziert kriegen. Und wenn die Probleme, die man in einem Unternehmen hat, eben nicht mehr nur so ein, zwei Jahre der übliche Zyklus sind, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter, sondern wenn man wirklich strukturell Schwierigkeiten hat, dann ist die Dividende natürlich etwas, was zur Disposition stehen muss. Du hast ja gerade was gesagt von Spin-off. Da habe ich mal auf Kenvue geguckt oder Kenvue, was ja eine Ausgründung ist. Die sind ja noch gar nicht so lange an der Börse, sind trotzdem im Dividendenaristokrat. Also ist es so, dass du dein Familienstammbuch dann auch mitgezählt wird? Ja, die haben das quasi mitgeerbt von Johnson & Johnson. Da wird man schauen müssen, ob das dauerhaft so bleibt, diesen Track-Record, oder ob das jetzt nur bis zur nächsten Umschichtung ist. Jetzt müssen wir natürlich sagen, du bist ja auch heute wieder mit Monster dabei am Start, aber das ist jetzt, die Aktie, die ist noch nicht Dividendenzahler. Machen die das irgendwann auch oder wie läuft das? Boah, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Die Vorstufe haben sie ja schon, Aktienrückkäufe. Ja. Es ist ja nicht so, dass Monster nur expandiert und gar nichts an Aktionäre zurückgibt. Ja, Rückkäufe haben wir da gesehen und irgendwann werden die vielleicht auch mal Dividende zahlen. Das wäre doch ein schönes Geschenk an dich. Aber wo du jetzt Rückkäufe genannt hast, was ist denn das Bessere? Der Rückkauf? Also steuerlich in Amerika sind ja Rückkäufe bevorzugt bisher noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt, soll ja geändert werden. Oder sind Dividenden das Bessere? Was würdest du denn präferieren? Ach, weißt du, für mich als Aktionär sieht es ja so aus, ich vergleiche das gerne mit Steak und Soße. Ja, also ich kann Steak ohne Soße essen, aber ich würde ungerne die Soße ohne Steak essen. Will heißen, für mich sind Aktienrückkäufe das, was flankierend zur Dividende opportunistisch dazukommen kann. Für mich persönlich ist die Dividende sozusagen die Grundversorgung des Aktionärs. Ja, die Dividende hat steuerliche Nachteile. Ja, finde ich übrigens auch schade, dass wenn ich eine Dividende bekomme und sie reinvestiere, dass sie trotzdem versteuern muss. Also ich würde mir da wünschen, dass Dividendenreinvestition nicht besteuert wird. Aber was ich für steuerliche Wünsche habe, da kann man wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast zu machen. Vor allen Dingen würde ich mir hohe Freibeträge wünschen. Ich kann das immer wieder nur sagen und ein Alters Vorsorgekonto, was auch wirklich den Namen verdient, wo man dann zum Beispiel auch, weil es ja steuerbefreit wäre, Dividende steuerfrei reinvestieren kann, aber das ist, lassen wir jetzt mal weg. Dividende ist Souveränität. Ich kriege vom Unternehmen Geld und ich kann selber entscheiden, was mache ich mit dem Geld. Reinvestiere ich es in dieselbe Aktie, reinvestiere ich es in andere Aktien oder verkonsumiere ich das? Bei Aktienrückkäufen nimmt das Unternehmen mir diese Entscheidung ab. Und dann ist halt die Frage, traue ich dem Unternehmen zu, das wirklich gut zu machen? Es gibt Unternehmen, die machen das beides wirklich in herausragender Form.
opportunistische Aktienrückkäufe plus eine ordentliche Dividende. Da kann ich immer nur die Münchner Rück als Musterbeispiel nennen. Auch seit über 25 Jahren die Dividende nicht gesenkt, meistens erhöht. Dazu Aktienrückkäufe in 15 Jahren, glaube ich, ungefähr ein Drittel des Kapitals eingezogen. Also das, was Charlie Munger Share Cannibal genannt hat, ja, frisst sich sukzessive selbst, finde ich ein großartiges Beispiel dafür, wie beides Hand in Hand geht. Bei Apple ist es so, da wird ja überwiegend Aktienrückkauf praktiziert, so etwa 85% dessen, was man an die Aktionäre zurückgibt, nur der Rest ist Dividende. Und das quasi zu jedem Preis wie am Fließband. Und da fehlt mir persönlich dann die Souveränität. Jetzt haben wir ja, jetzt können wir ja mal überlegen, es gab ja früher auch diese, da hast du auch so schöne Charts mal gemacht, gab es ja richtig ETFs, die nicht nur auf Dividende gesetzt haben, sondern es gibt auch welche, die auf Buybacks gesetzt haben. Also wo man gucken kann, die Unternehmen mal reingepackt hat, die die höchsten Aktienrückkäufe ankündigen. Und das hat ja, ja, wenn man sich die Kurse angeguckt hat, hat das jetzt in Amerika nicht outperformed, aber in Europa hat das outperformed. Ja. Kannst du uns vielleicht erklären, warum ja, das so ist? Naja, also in Amerika haben wir wirklich bei diesem MSCI, die berechnen das US Buyback Yield Index, ziemlich genau eine ähnliche Rendite wie beim MSCI USA, also beim großen Index, ist marginal besser. Aber dort sind Buybacks nicht mehr so das große Differenzierungsmerkmal. Es machen eigentlich alle. Es gehört halt dann zum guten Ton, zum Grundrauschen. In Europa sieht das wirklich anders aus. Der MSCI Europe Buyback, den gibt es auch seit 2005. Der hat tatsächlich es geschafft, sich seither zu ver-viereinhalbfachen, während der normale MSCI Europe sich nur in Anführungszeichen verdreifacht hat. Will heißen, wir haben dort eine Outperformance und die wurde auch relativ kontinuierlich herausgearbeitet. In der Tat, also in Europa sind Aktienrückkäufe systematisch, opportunistisch eher noch ein Differenzierungsmerkmal und die Unternehmen, die das machen, die das angekündigt haben, wie momentan beispielsweise eine Allianz, profitieren davon dann auch im Kurs. Also hieße das, wenn man Anleger aus Anlegersicht das jetzt sagen würde, in Europa ist das durchaus ein Outperformance-Kriterium, also kann man da vielleicht auf dieses Kriterium mehr achten. In Amerika muss man nur gucken, wer es nicht macht. Ist der schlechter? Weiß ich jetzt nicht. Kann man ja wahrscheinlich nicht so jetzt sagen, aber zumindest ist es nicht unbedingt besser. Kann ja auch sein, dass er eben nicht schlechter ist, sondern kann ja auch sein, dass das Management sich sagt, ja, also momentan ist die Bewertung einfach zu hoch. Wir glauben, dass wir auf dem Niveau nicht zurückkaufen müssen, aber kann ich mir eigentlich bei Amerikanern nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal sagen, die Aktie ist zu hoch bewertet. Das ist halt das, was mir auch dann immer ein bisschen im Magen liegt, generell bei diesen Aktienrückkäufen zu jedem Preis. Das mag dann über lange Zeiträume durchaus richtig sein. Ja, über 10 Jahre kann man das dann verargumentieren. Aber es kann natürlich schon bedeuten, dass ein Unternehmen in einer Zeit jetzt Geld raushaut, wo man es vielleicht nicht müsste, sondern auch zum Beispiel mal Schulden zurücknimmt. Denn wir sollten nicht vergessen, dass in der Vergangenheit ja dieses Aktienzurückkaufen, was ja auch eine Kapitaleffizienzstrategie dann ist, dadurch motiviert war, dass Geld nichts gekostet hat. Aber dieses Zeitalter ist ja vorbei. Wenn die Strategie in Europa noch so gut funktioniert, weil es hier noch nicht so viele machen, sag uns doch nochmal ein, zwei Kandidaten europäische, vielleicht die diesen Mix hohe Dividende und sehr intensive Rückkaufaktivität, die gut hinbekommen. Du hast die Munich Re zum Beispiel genannt. Wer fällt dir dann noch ein? Also was auf jeden Fall, muss man ja erstmal sagen, extrem schade ist, ist, dass dieser MSCI Europe Buyback Index es nicht geschafft hat, als ETF zu überleben. Ja, es gab den tatsächlich mal
als Amundi-ETF, aber im Jahr 2021 schon vom Markt genommen. Und in der Regel macht man das ja nicht, weil es erfolgreich läuft, also zumindest was das Interesse der Anleger angeht. Sehr, sehr schade. Ja, aber vielleicht der Aufruf kommt das hier, mal wieder. Das ist wieder der Aufruf, macht das mal wieder. Wobei der MSCI Europe kein so geiler Index ist. Der ist immer, wenn man auch Stocks, wenn man den Stocks dagegen nimmt, den Stocks 600, ist der MSCI Europe immer irgendwie hinten dran. Ich weiß auch nicht warum. Der hat irgendwie so eine Underperformance-Komponente drin. Aber du nimmst ihn ja dann da nur als Pool und holst dann diejenigen raus, die die höchste Buyback-Rendite hat. Und das Schöne ist halt in diesem MSCI-Universum, deswegen argumentiere ich da gerne, dass die Indizes methodisch halt zumindest miteinander vergleichbar sind. Mhm. Ja, auch was dann so Bewertungsthemen und so angeht. Aber du hast gefragt, welche Unternehmen machen das ansonsten noch so? Interessanterweise, eines der Schwergewichte aktuell im Buyback-Index ist eine Novo Nordisk, ja, die passen letztendlich auch wirklich ganz gut rein. Novo Nordisk ist ja auch ein Dividendenaristokrat, weiß kaum jemand, war übrigens die Motivation, warum ich 2015 Novo Nordisk gekauft habe. Ja, also manchmal findet man dann auch so als in Anführungszeichen Dividendeninvestor, der ja angeblich nur so Langeweile hat, wie ein Huhn, ein blindes Huhn, das Korn, findet man ein Unternehmen, das dann tatsächlich so brutales Wachstum entfesselt. Aber wir sehen dort eben auch Dividende und Aktienrückkäufe, aber viel stärker, viel augenfälliger der Effekt sicherlich im Finanz- und im Ölsektor. Also Shell wäre in Europa ein Unternehmen, was man beispielhaft nennen kann, das sowohl hohe Dividenden zahlt als auch Aktien zurückkauft, sehen wir auch in den USA bei einer ExxonMobil und bei einer Chevron, dass diese Ölgesellschaften sich in den vergangenen 10 Jahren sehr effizient aufgestellt haben, dass sie heute mit geringeren Umsätzen höhere Erträge, höhere Cashflows erwirtschaften als vor 10, 15 Jahren. Und das kommt Aktionären zugute. Nicht unbedingt jetzt in Form ungestüm steigender Kurse, aber wir haben auf der einen Seite Dividenden und auf der anderen Seite große Aktienrückkaufprogramme, die dann sozusagen nochmal die Überschussliquidität in den Markt geben, sodass man da unter dem Strich eine durchaus zweistellige Shareholder Yield, also Aktionärsgesamtrendite. Jetzt hat man Siemens da noch drin, sehe ich gerade. Wie kommt denn das zustande? Machen die auch so viele Rückkäufe? Ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Siemens hat auf jeden Fall Rückkäufe gemacht. Siemens hat dazu eine sehr wertorientierte, dynamische Dividendenpolitik und kann man sicherlich auch als ein solches beispielhaftes Unternehmen anführen, das es versteht, dem Aktionär auf beiden Schienen gut was zurückzugeben. Und ASML ist auch drin in diesem wunderbaren Buyback-Index. Das ist ja, hätte ich jetzt auch nicht vermutet oder diesen, es ist auch interessant, ASML Holding. Und dann haben wir, gut, was bekannter wahrscheinlich ist, Nestle, das ist klar. ING sehe ich hier noch. Bei Nestle muss man halt sagen, da kommen zwei Faktoren, die so im Widerstreit. Auf der einen Seite, ja, eine relativ günstige Bewertung. Zumindest, wenn man jetzt mal auf den Kurs schaut, der ja deutlich gegenüber den Hochs zurückgefallen ist. Auf der anderen Seite, ein Wachstumsproblem und auch eine recht ordentliche Verschuldung inzwischen. Deswegen ich mich bei einer Nestlé wirklich frage, muss das sein oder ist das nicht auch so ein bisschen Kapitalmarktkosmetik, dass man sagt, wir können momentan den Kapitalmarkt mit nichts Positivem überraschen. Dann machen wir ein bisschen Dividendenanhebung und ansonsten kaufen wir Aktien zurück. Aber fundamental, muss ich sagen, bin ich bei einer Nestlé momentan eher enttäuscht, insbesondere auch, weil die Dinge, die Ulf-Marc Schneider, der ja von Fresenius zu Nestlé gekommen ist als CEO, die er anpacken wollte, dann am Ende nicht funktioniert haben, nämlich dieser ganze Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Nestlé Richtung Healthcare zu positionieren. Da haben sie mit A-Immune, mit dieser Erdnussallergietherapie,
einen ziemlichen Flop gelandet. Ich glaube, 3 Jahre nach der Übernahme haben sie es schon wieder für ein Apfel und ein Ei weggegeben. Und auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln, was hier nun wirklich ein Supermarkt ist, der ordentlich wächst, da fassen sie nicht so Fuß. Da sieht man einfach, dass so Startups viel agiler sind. Da sieht man in den USA ein Unternehmen wie Bellring, was ja ein Spin-off war von Post, was sehr, sehr erfolgreich läuft, auch börsennotiert. Oder wir haben, glaube ich, hier auch schon mal gesprochen über eine Celsius mit ihren funktionalen Getränken. Da bin ich enttäuscht, dass eine Nestlé da nicht stärker Fuß fasst. Okay, jetzt könntest du ja doch so eine neue Kategorie machen, Post von Röhl. Und dann so wie diese ganzen aktivistischen Investoren dann so eine Studie schreiben und sagen, was muss der gute Nestlé-Mann jetzt machen, damit es wieder aufs Gleis kommt, die Aktie. Und wenn wir bei Nestlé sind, möchte ich auch gleich noch Roche mit anführen. Die habe ich selbst und leide schon seit jetzt 2 Jahren wie ein Hund. Die geht immer runter. Das Einzige, was noch nach oben hält, ist der Schweizer Franken, der mir das in Euro dann noch ein bisschen hübsch rechnet. Aber ansonsten ist es ein ähnlicher Fall. Vielleicht schickst du erstmal Post an Nestlé. Was würdest du dem schicken? Naja, also ich glaube nicht, dass Ulf-Marc Schneider es nötig hat, dass ich ihm irgendwelche Ratschläge gebe. Und weißt du, wenn du aus der Außensicht irgendwie auf Dinge drauf guckst und sagst, man ist an der einen oder anderen Stelle enttäuscht, sind das zunächst mal Feststellungen. Aber ich habe ja jetzt nicht die Hybris, mich hier als besserer Manager aufzuspielen, sondern es geht einfach darum, glaube ich, bei einem Unternehmen wie Nestlé, dass es in der Lage ist, sich auch da wieder neu zu erfinden und nach einigen Irrungen und Wirrungen wieder auf so einen Wachstumspfad zurückzufinden. Und da muss ich sagen, ja, das Unternehmen hat eine globale Marktmacht, die seinesgleichen sucht, hat wirklich auch Geschäftsbereiche erfolgreich aufgebaut, in denen auch Wachstum da ist, also Kaffeebereich, Tiernahrungsbereich, da sind sie Weltmarktführer, das wäre normalerweise eine riesen eigene Firma, was sie da machen, und ich glaube schon, dass sie das schaffen und dass ich da jetzt keinen Rat geben muss. Aufspaltung, wäre das vielleicht so eine Röhl-Idee, Aufspaltung? Ich gucke mir das gerade an, die sind ja 100 Milliarden Euro ungefähr schwer, also was Umsatz anbetrifft. Ja. Wie willst du denn da was machen? Da wäre doch wahrscheinlich das Einfachste, die Unilever-Strategie zu sagen, okay, wir stellen es fest, wir kriegen es nicht mehr hin. Und dann sagen wir halt Eisgeschäft raus, das noch raus und das noch ein bisschen begradigt und die Nummer geht ja, das? Ja, du filetierst dich selbst, aber ja. wirst du dadurch automatisch besser? Also ich weiß natürlich, du könntest dass Wert schaffen. Spin-offs momentan ja, Spin-offs liegen total im Trend, ja. Aber ob die jetzt in jedem Fall Wert schaffen, hängt ja auch sehr entscheidend davon ab, was sind das dann für Einheiten, die da rausgehen und was gibt man diesen Einheiten mit? Es gibt grandiose Beispiele dafür, etwa aus dem Merger von United Technologies und Raytheon, wo dann Otis und Carrier 2020 an die Börse gekommen sind. Glückwunsch. Zwei wirklich großartige Unternehmen. Ja, dann gibt's dieses hässliche Endline-Thema, was wir bei Kellogg's gesehen haben. Die haben sich ja umbenannt in Kellanova. Hat wahrscheinlich irgendeine Agentur Millionen dafür gekriegt, dass sie diesen Namen sich ausgedacht hat. Kellanova. Und das, was man abgespalten hat, sozusagen die Bad Bank, war dann das nordamerikanische Cerealiengeschäft. Das haben sie dann als W.K. Kellogg rausgebracht. Das wollte erstmal niemand haben. Das hat dann an der Börse zeitweise so eine Bewertung von KGV 7 gehabt. Und jetzt plötzlich, zack, wuff, 40% nach oben. Ja, dieser hässliche Endline-Faktor. Man muss mal gucken, wie diese Unternehmen dann wirklich über 2, 3, 4 Jahre sich am Markt bewähren, auch was an Schulden mitgegeben wurde und wie das mit der Marktmacht aussieht. Denn gerade im Lebensmittelbereich darfst du ja nicht vergessen, 100 Milliarden hier, ne, Nestlé, so ein Koloss, das ist auch einfach Marktmacht gegenüber dem Handel. Und wenn du da jetzt was aufbrichst, weiß ich nicht unbedingt,
unbedingt, ob da nicht auch was von der Marktmacht erodiert. Insofern wäre ich da vorsichtig und glaube, dass man in einem solchen Koloss mehr machen kann. Nichtsdestotrotz hat ja Ulf-Marc Schneider auch bewiesen, dass er wie ein Portfolio-Manager daran gehen kann. Er hat ja immer wieder auch Randbereiche abgestoßen, beispielsweise dieses US-amerikanische Schokoladengeschäft, was relativ frühzeitig rausgegangen ist. Schade, aus Aktionärsicht war halt, dass das Geld, was man dafür bekommen hat, nicht wertsteigernd investiert wurde. Und dass man insbesondere in diesem Healthcare-Bereich, der ja eigentlich so für Schneider so das Naheliegendste war, der ja auch das meiste Wachstum versprochen hat, dass man da bei den Nahrungsergänzungsmitteln teilweise nicht liefern konnte und dass man mit Aimmune auf ein großes, aber dann am Ende ziemlich schlappes Pferd gesetzt hat. Okay, jetzt möchte ich noch Roche, meine Roche-Aktie. Ein Wort zu Roche und dann darfst du wieder, Nando. Na gut. Du, also Roche ist bei mir im Depot auch einer von, glaube ich, insgesamt 8, 9 Pharmatiteln. Und mal kommt der eine gut, mal kommt der andere gut. Und sie zahlen eine Dividende, die nach wie vor gedeckt ist. Ja, die Dividende ist gut. Ja, aber und der Rest ist Mist. Ja, die ist gut. So. Ja, der Rest ist Mist. Also ich weiß es nicht, Holger, inwieweit du dir jetzt anmaßt, die Pipeline von Roche einschätzen zu können. Also Ich kann mir die Aktie an und die Aktie trudelt nach unten und es gibt andere, das ist so ein bisschen das Pfizer-Phänomen. Pfizer und andere, also es gibt halt Pharmaaktien, die wie Novo Nordisk sich anscheinend immer wieder neu erfinden können. Und es gibt welche, die haben über Strecken dann so Hängephasen. So, und jetzt die Frage, habe ich jetzt so eine Hängepartie-Aktie oder sollte ich vielleicht, und kommen die mal irgendwann wieder? Jetzt haben sie ja ein bisschen was zugekauft, die Roche. Ich weiß es halt nicht. Vielleicht, ich dachte, ich könnte es nicht. Weißt du, eine Pfizer hatte schon mal eine lange Hängephase und ist dann wiedergekommen, weil sie plötzlich Comirnaty hatten und furchtbar viel Geld damit verdient haben. Und jetzt sind sie in der Situation, dass Comirnaty eben kaum noch Umsätze generiert und Paxlovid ebenfalls nicht, also die Corona-Präparate, dass sie das Geld und noch mehr obendrauf, nämlich Schulden, investiert haben in eine ganze Reihe von Übernahmen, die jetzt die Pipeline in den nächsten Jahren kräftig füllen sollen. Also da ist ja der CEO nimmt ja den Mund gerne ganz voll und hat dann gesagt, wir haben jetzt 9 Kandidaten für Blockbuster, allein durch die übernommenen Firmen. Ja, gucken wir mal, was dann am Ende daraus wird. Es kann ja bis zum Schluss immer noch was schief gehen, aber da muss ich doch ganz offen sagen, also ich kann vielleicht noch eine Pipeline von Nestlé ein bisschen einschätzen oder zumindest mir so ein subjektives Gefühl einreden, ja, dass ich sagen kann, okay, ich kann über Kaffee reden, ich kann über Wasser reden, ich kann über Nahrungsergänzungsmittel reden, weil ich das Zeug selber nutze. Aber mal ganz offen, die Pipeline von Pharmaunternehmen einzuschätzen. Also das wäre mir jetzt wirklich des Übermuts ein bisschen zu viel. Aber du hast die Roche noch. Da kann ich nur sagen, geht's. Ich habe die Roche noch, ich habe die Novartis noch, ich habe die Johnson & Johnson noch, ich habe die Novo Nordisk noch und die Glaxo, ja. Ich kann doch dann nur sagen, okay, was ist die Erlösstruktur? Habe ich eher ein breit diversifiziertes Portfolio bei dem Unternehmen wie etwa bei einer Johnson & Johnson oder habe ich ein stark fokussiertes Portfolio auf 1-2 Wirkstoffe wie bei einer Merck, also der amerikanischen Merck oder bei einer AbbVie und mehr als ein Portfolio daraus zu machen, kann ich doch nicht, sondern ich kann sagen, okay, ich habe jetzt 9 Pharmawerte und ich gehe fest davon aus, dass von diesen 9 Pharmawerten auch wie in den vergangenen Jahren 1-2 so richtig, richtig gut performen werden vom Kurs, dass ich ordentliche Dividenden kriege und dass der Sektor insgesamt sich weiter positiv entwickelt, nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeiten, die wir haben, durch KI in der Medikamentenentwicklung Prozesse zu beschleunigen. Das wird aber alles nichts daran ändern, dass auch aussichtsreiche Kandidaten noch in Phase 3 scheitern können.
Und das sollten auch alle immer bedenken, Biotechnologie und sonst was, diese ganzen Narrative, da kannst du am Ende nur mit Diversifikation ankommen. Und wer sagt, hey, ich habe da überhaupt keinen Bock auf die ganzen Einzelaktien, aber Pharma ist was, das will ich auf jeden Fall meinem Depot stärker beimischen, als es etwa im MSCI World oder im FTSE All World enthalten ist, dann gibt es ja eben auch Healthcare ETFs. Nur da immer nochmal der Hinweis, schaut genau hin, denn der einzige ausschüttende Healthcare-ETF weltweit von iShares, der hat dieses kleine Kürzel ESG da hinten dran. Der ist dann eben nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet. Da hast du dann so einen Koloss wie Johnson & Johnson eben nicht ganz vorne drin, sondern unter ferne liefen. Wenn man da einfach ohne irgendeinen Filter investieren möchte, dann muss man einen thesaurierenden ETF nehmen. Also auf jeden Fall da genau reingucken. Welcher ist es denn? Sag mal den thesaurierenden, den du nehmen würdest. Also einen thesaurierenden gibt es beispielsweise von Xtrackers. Okay, super. So, Nando, du hast jetzt noch eine Frage. Ich hätte dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, was wollte ich nochmal fragen? Achso, ich wollte beim Beispiel Nestle Pharma ist jetzt ein spezielles Feld. Haben wir schon gehört, Christian ist da sehr breit dann investiert. Aber beim Beispiel Nestle, da ist ja der langfristige Aufwärtstrend, das muss man ja sagen, wenn man 10, 15, 20 Jahre sieht, immer noch intakt. Aber was ist denn bei so einem Wert oder ähnlichen der Moment, wo dann auch du sagst, Christian, ja, das ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, da gehe ich jetzt raus, das passt jetzt nicht mehr für mich. Also für mich wäre es eindeutig, wenn Sie bei der Dividende sagen würden, da können wir jetzt nicht mehr weitermachen. Puh, okay. Das wäre bei Nestlé für mich wirklich so ein Punkt, weil das da würde zumindest ich mir fragen, okay, wo ist jetzt der Investment Case für mich? Das ist halt nach wie vor der riesen Tanker im Bereich Nahrungsmittel, mit dem du sehr viel in diesem ganzen Sektor einfach abdecken kannst, aber die Dividende, die Fähigkeit über alle Irrungen und Wirrungen hinaus zu sagen, wir schaffen das auch, das zu erwirtschaften für unsere Aktionäre nachhaltig, diese Dividende in steigender Form. Man darf ja auch nicht vergessen, wir reden hier über einen Bereich, der ja extrem inflationssensitiv ist und da muss ja eigentlich die Dividendensteigerung schon aus der Inflation mitkommen. Wenn man das also nicht mehr weiter reichen kann an Aktionäre und auch an den Verbraucher, dann muss ich sagen, wo ist jetzt dann der Investment Case? Würde ich zumindest mal sehr drüber nachdenken. Aber ich glaube, so weit wird es da nicht kommen. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Schluss, weil wir jetzt ja schon die Aktienwelt umschritten haben, ganz viele ETFs haben. Du warst jetzt ja draußen an der Basis. Du warst einmal bei der Invest in Stuttgart und warst aber bei der OMR in Hamburg. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen sagen, was die Menschen da draußen an dich am meisten herangetragen haben, was dich am meisten überrascht hat und wo du vielleicht einen Fehler entdeckt hast, den es vielleicht auch von einer größeren Audience hier gilt, mal aufzuklären. Ach, also Fehler habe ich nicht entdeckt. Ich habe mich total gefreut, auf der Invest zu sein mit so vielen Menschen. Ich habe dort auch noch Geburtstag gefeiert. Das war echt der Hammer. Ja, ich habe noch nie so viele Hände geschüttelt. Ich habe Kinderschokolade bekommen. Ich habe Monster bekommen. Aber du kannst aber sagen, dass du keine Kinderschokolade isst. Vielleicht kannst du das schon mal aufklären. Das ist ein Fehler. Ich kann sagen, dass ich Kinderschokolade liebe, aber dass ich die Fastenzeit für mich, also keine Süßigkeiten, keine Schokolade, keine Weingummi, keine Lakritz, für mich am Aschermittwoch begonnen habe, aber nicht Ostermontag beendet habe, okay, sondern sie nach wie vor anhält. Was mir übrigens ganz gut tut. Trotzdem fand ich es total lieb, dass ich die Kinderschokolade bekommen habe und ich habe ja ein Kind und das hat sich sehr gefreut diese Kinderschokolade. Okay, ja. Ansonsten war ich total begeistert davon, wie viele junge Leute auf der Invest in Stuttgart waren, die, mit denen man wirklich tolle Gespräche führen konnte. Und genauso begeistert bin ich auch über das Flair auf der OMR zu sehen, wie viele Leute, man labert ja immer so über die Generation Z und die sind also faul und die wollen nicht arbeiten und da ist eigentlich immer nur Life-Life-Balance, ja. Und dann siehst du in Hamburg irgendwie 60.000 Menschen, die
wirklich eine tolle Mischung haben aus Work Hard, Party, Play Hard, ja, die hochkonzentriert in diesen Masterclasses sitzen, um dann danach dann rauszugehen und da irgendwo gleich mit Musik und Burgern und Drinks nett zu plaudern. Fand ich vom Flair her wieder wirklich toll. Ansonsten auf der OMR habe ich eine schöne Werbung entdeckt von Scalable. Ja, nur wer hier ist, weiß, nur der Schein zählt. Ne? Das war also wirklich so doppeldeutig, fand ich richtig gut. Trifft auch irgendwie das ganz gut. Das ist auch sicher sehen und gesehen werden. Und auf diesen Stages, da wird auch sicher vieles wiedergekäut, was man schon 10-mal gehört hat. Aber es ist in einem ganz besonderen Flair. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Finanzbranche sich ein bisschen mehr von der OMR abguckt, mit Blick auf die Invest oder mehr mit Blick Glamour, auf findest andere du? Veranstaltungen. Mehr Glamour, weniger dröges Vorlesen von PowerPoint-Folien. Lieber weniger Vorträge, aber dafür die Vorträge besser gemacht. Nicht jedem Aussteller einen Vortrag geben, auch wenn er nicht vortragen kann und absolut langweilige Themen hat. Mhm. Mehr Masterclasses, auch in kleineren Gruppen, um Leuten wirklich die Möglichkeit zu geben, Themen für eine Stunde, anderthalb richtig zu erarbeiten, in Details ein bisschen stärker reinzugehen und dadurch auch vielleicht Vertrauen in sich selbst aufzubauen, dass man manche Themen sehr einfach und ohne großen finanziellen Aufwand durchdringen kann. Mhm. Mir ist es ja auch immer ein Anliegen, was diese ganzen kostenpflichtigen Themen angeht. Ich glaube, es gibt gute kostenpflichtige Dienste und ich glaube auch, dass Coaching in vielen Lebensbereichen einen durchaus besser machen kann. Aber bevor man jetzt zu einem Finanzcoach geht und vierstellige Beträge da raushaut, sollte man erstmal überlegen, ob man nicht auch mit 3 Büchern für 60 € und vielleicht einem Börsenstammtisch oder einem Messebesuch oder einem Vortrag für 40 € sich selbst nicht so viel aneignen kann, dass man diese 4.000, 5.000, 8.000 € nicht viel lieber ins Depot steckt, statt irgendeinem Coach. Genau, man kann auch alles auf Aktien hören, da muss man nicht mal die 40 € für den Speaker ausgeben. Ja, siehst du. Ja. Hast du irgendwas mitgenommen, eine Aktie oder eine Idee oder was? Man geht ja dann rum und dann kommt ja einer und sagt, kriegt ja nicht nur Kinderschokolade zugesteckt, sondern vielleicht auch mal eine gute Anlageidee. Eine, die du vielleicht mit uns teilen magst. Nein, also da muss ich wirklich ganz offen sagen, ich war auf der Invest 2,5 Tage lang, also inklusive des Vorabends, nur im Sendemodus. Ach so, Mann. Und hab also deswegen kann ich da vom Empfang nichts. Gut, aber dann kannst du vielleicht deine beste gesendete Botschaft, vielleicht ein Ten-Bagger, den du da gedroppt hast, der hier noch nicht zur Sprache kam. Vielleicht kannst du das nochmal, wo Leute vielleicht da 40 € ausgeben mussten und jetzt hier umsonst einfach die Schnorrer nochmal machen. Ich habe tatsächlich bei meinem Invest-Vortrag überhaupt nicht über Aktien gesprochen, sondern nur über die 7 Todsünden, ja, die es zu vermeiden gilt, ja, und die klassischen Todsünden im Katholizismus, die hatten wir ja eben auch schon, ja, also beispielsweise diesen Hochmut bei der Einschätzung von Pharma-Pipelines, wo man glaubt, da maße ich mir ein Urteil an. Ich habe nur gefragt, warum meine Roche nicht gut läuft. Also der Chef ist hochmütig, das haben wir jetzt gelernt, okay. Ich habe nur gesagt, also ich wollte mich nicht zum Hochmut verführen lassen, sondern ich wollte da demütig sein. Keinen Brief schreiben. Okay. Ich glaube, das ist das Wichtige bei solchen Veranstaltungen, dass man eben dort keine Tenbagger-Ideen und sonst was mitnimmt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch keine Veranstaltungen von Alfred Maidon oder so besucht und kann dazu jetzt nichts sagen. Frank Thelen war auch da. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der hat ja zumindest
10-mal in seinem Logo da irgendwie 10X, ob es da jetzt irgendwie einen 10-Bagger gab und in welche Richtung der 10 dann raufging, ob 10 rauf oder 10 runter, keine Ahnung. Insofern, nee, ich glaube, auf solchen Veranstaltungen ist echt das Wichtige, dass man so diese Stimmung mitnimmt und gerade auf der Invest halt das Vertrauen auch in sich selbst kriegt, auch durch den Austausch mit anderen. Hey, ich muss hier keinem auf den Leim gehen, sondern ich kann selbst für mich meine Strategie machen und kann vielleicht hier ein bisschen Wissen nachtanken, dort und dort, aber dafür muss ich keine 5.000 Euro ausgeben, sondern da höre ich alles auf Aktien für, dafür gehe ich vielleicht mal auf Twitter beim Schuldensühne oder beim CW Röhl und dann hat man vielleicht auch eine ganz gute Basis. Und vielleicht ganz kurz, als wir auf dem Eigenkapitalforum waren, Holger und ich, da haben wir auch, das war ganz interessant, so die Stimmung, die war sehr positiv, obwohl irgendwie gefühlt sie eigentlich gar nicht so gut hätte sein dürfen. Und dann im Nachhinein betrachtet, war das berechtigt, weil wir hatten echt dann gute Monate. Wie war es denn da, so was den Markt angeht, ne? Wie war denn die Stimmung da? Ach, die Stimmung war... Jetzt muss eine positive Antwort kommen, Christian, weil wir sind am Ende. Die Stimmung war grundsätzlich gut. Und positiv, aber sie war nicht euphorisch. Und das ist, denke ich, die beste Stimmung, die man haben kann. Schade, wo du gerade auch den Vergleich zum Eigenkapitalforum erwähnst, war natürlich, dass wir nach wie vor in Stuttgart zwar sehr starke Unternehmen haben an der Börse, wie eine Mercedes, wie eine Porsche, aber auch so Mittelständler wie eine Bechtle oder eine Hermle, aber dass diese Unternehmen allesamt bei der Invest nicht präsent sind, also nicht in den Dialog mit dem Privatanleger dort treten. Da würde ich mir wünschen, dass es gelingt, im Sinne einer lebendigen Aktienkultur mehr Unternehmen dorthin zu kriegen, aber man darf ja auch nicht immer das Schlechte sagen, immerhin die Deutsche Telekom hat die Blogger Lounge gesponsert, ist ja mit Christoph Greitemann im Thema Privatanleger, Investor Relations sowieso. Den sehr hatten wir aktiv damals bei uns, und, Sommerfeld, den Greitemann. Ja, Super Typ. Ja, großartiger Typ. Das ist, der zeigt halt, wie Investor Relations mit Privatanlegern auf Augenhöhe funktioniert. Und das zieht sich dann eben rauf, auch bis zu Tim Höttges, der ja auch Veranstaltungen mit Privatanlegern und Privatanlegervertretern macht. Anderes Positivbeispiel war SAP, die immerhin bei uns bei der DSW im Aktienforum vertreten waren. Aber ich würde mir halt wünschen, dass Unternehmen da stärker in den direkten Dialog gehen. Sehr schön. Und jetzt muss man dem Christoph auch noch sagen, es hat sich gelohnt. Deutsche Telekom auf 5-Jahres-Sicht 11,95% annualisierte Rendite. Und wenn man den DAX dagegen sieht, dann hat der nur gemacht, was heißt nur, das ist ja auch nicht so schlecht, 9,2. Also er hat outperformed. Ja, es fällt auch so ein Mahnmal, die Deutsche Telekom, ja, und so eine Erinnerung daran, dass man irgendwann auch mal die Vergangenheit eines Unternehmens ruhen lassen muss und dann den Blick darauf konzentriert, was das Unternehmen heute ist. Und da hat man ja schon vor einigen Jahren sehen können, dass Tim Höttges das Unternehmen natürlich auch mit dem notwendigen Glück, aber ist nun mal so, er hat das Unternehmen sehr solide auf 2 starken Säulen jetzt positioniert, auf beiden Seiten des Atlantiks. Free Cashflow stimmt und man kann nicht immer nur zurückgucken, so Ankereffekt, ja, die waren mal bei über 100. Das stimmt und wenn man guckt, ich habe es jetzt aber, weil wir damals schon den Vergleich mit Vodafone gemacht haben, gut, dann sind wir wieder bei der OMR, Deutsche Telekom 11,9% auf 5 Jahre annualisiert, Vodafone auf Eurobasis minus 6,5. Das scheint man nicht so glückvoll agiert zu haben und hat auch kein Amerika-Geschäft. Da ist selbst Ron Sommer noch als Strahlemann wieder zurück, wenn man sich erinnert, dass er das ja damals relativ teuer eingestielt hat, wovon die Deutsche Telekom jetzt ja noch groß profitiert. Und ja, da gehörte auch kein schlechter Dividendenzahler. Ja. Nein, da gehörte auch sicherlich Glück dazu. Ja, Höttges wollte das ja damals loswerden, das US-Geschäft. Das hat nicht geklappt. Und dann hatte er halt in den USA auch noch den richtigen Manager, der da das ja richtig gelebt hat,
der John Legere. Und da kam vieles Gutes zusammen. Und bei der Dividende haben wir halt auch noch dazu dieses Incentive, speziell bei der Deutschen Telekom, dass die Dividende aus dem steuerlichen Einlagenkonto gezahlt wird, also brutto für netto aufs Konto des Aktionärs kommt. Das ist jetzt keine steuerfreie Dividende, aber solange man nicht verkauft, ist das ein Steuerstundungseffekt, weil der Einstandspreis im selben Betrag wie die Dividende nach unten gesetzt wird. Aber wenn ich nicht verkaufe, muss ich tatsächlich die Dividende nicht versteuern oder solange ich das nicht mache. Und das hält einen vielleicht auch bisweilen dann mal von so einer Kurzschlussreaktion, wenn es mal 5 Monate nicht so gut läuft an der Börse, zurück, dass man verkauft. Und das sind wir wieder bei dem Thema, was ich zwischenzeitlich hatte. Der Staat soll ja auch dem Anleger nichts schenken, aber es wäre halt an der einen oder anderen Stelle wirklich schön, wenn es nicht stigmatisiert würde, mit Aktien und ETFs vorzusorgen und sich am Produktivvermögen zu beteiligen, sondern wenn der Staat so ein bisschen Flankenschutz da geben würde. Und da hoffe ich halt wirklich, dass wir noch in dieser Legislatur dieses Thema steuerfreies Altersvorsorgekonto, was ja auch Staatssekretär Tonka und Finanzminister Lindner mehrfach rausgehalten haben, wirklich sehen, substanziell sehen, mit einem simplen Mechanismus, der nicht die Versicherungswirtschaft, der nicht die Finanzlobbyisten reich macht, sondern den Aktionären, den Anlegern hilft, reich zu werden. Ach, das ist ein schönes Schlusswort. Da haben wir jetzt nichts hinzuzufügen, oder? Sommerfeld, hast du noch was? Also mir fällt da nichts. Dieses Plädoyer zum Schluss ist wunderbar. Christian, das war uns ein Vergnügen, dass wir dich hier aus der weiten Ferne zuschalten konnten. Und wir sagen danke, dass du das gemacht hast für die Aktienkultur, für mehr Verständnis, für mehr Selbstmächtigkeit der Aktionäre. Wunderbar. Vielen Dank. Danke, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Christian. Ich freue mich auf den 5. Stern hier am Shirt. Ne? Bis bald. So, lieber Nando, was hast du mitgenommen? Also ich fühle mich ja bei Christian immer so ein bisschen ertappt, dann doch mal wieder ein bisschen mehr die Füße stillzuhalten. Wir hatten das schon mal bei einem Gespräch, vor der Folge ist schon ein bisschen länger her, da hatte er... Da ging es um das Jahrhundertportfolio, da ging es auch um den, das war Herbst 21 oder so, ja, also meinte, ey Leute, bleibt mal locker. Ja, da hat er mich, und seitdem, da hat er gesagt, ey, hört auf, jeden Tag auf eure Neobroker-App zu gucken, und ich mache das eigentlich immer noch, aber jedes Machst Mal denke ich, der, also fast, ich so, aber jedes Mal tappe ich mich, oh Mensch, Christian hat doch gesagt, das sollst du nicht mehr machen. So, und siehst mal, und so, das Gefühl hatte ich auch diesmal wieder so ein bisschen, ey, jetzt bleib mal ruhig, und auch wenn es mal 1-2 Jahre nicht so läuft, wenn die Story stimmt, die Kennzahlen stimmen, bleib dabei. Und das ist so. Na gut, ob das jetzt bei Roche der Fall ist, wie ich ja gefragt habe, das wussten wir jetzt alle nicht, weil wir die Pipeline ja nicht gut genug bewerten können. Es ist halt immer die Frage, wann ist eine Story möglicherweise nicht mehr gut? Und das ist wahnsinnig schwer. Ich fand das bei Roche schwierig. Ich fand es auch bei Nestlé schwierig, wobei man sagen muss, eine Sache, die ja bei Nestlé gerade gut läuft, ist ja dieser wunderbare Y-Food-Drink, den sie gekauft haben. Da war ja auch Frank Thelen mit investiert, Höhle der Löwen. Das ist dieser Flüssig-Drink, wo man eine Mahlzeit flüssig trinken kann. Ein Flüssig-Drink ist ja Wahnsinn, ein Flüssig-Drink. Krass. Also ein flüssiger Drink habe ich ja noch nie gehört. Nein, das ist so ein Drink. Und das machen jetzt alle nach. Und ich habe heute, muss ich gestehen, im Rewe den Thomas Müller, das ist genau das, es ist wirklich eine Kopie davon, von Y-Food. Ich würde sagen, die haben sogar, das müssen die gleichen Zutaten sein, oder vielleicht ist es auch, machen die das noch als Ableger. Mhm. Schmeckt also ähnlich, wobei ich habe jetzt hier Cinnamon-Flavor, was natürlich jetzt nicht in die Jahreszeit passt, hier so ein Zimt zu trinken. Und das ist so ein ähnliches Konzept, und das ist auch so ein Y-Food. Und ich kann hier mal probieren, aber es ist so, es ist jetzt, schmeckt wie Y-Food. Genau so mit den, gut, jetzt gibt es bei Y-Food kein Zimt, aber ich würde wetten, wenn ich jetzt Thomas Müller Vanilletrink genommen hätte, wäre es das gleiche. Also es muss eine wahnsinnig attraktive Kategorie sein, vielleicht so attraktiv wie die Energy Drinks, wo du ja auch eine wahnsinnige Marge auf diesen Dingern hast. Ist aber auch ein Drink für ein bisschen ältere Leute, ne? Thomas Müller, ich meine, das ist ja eher so die ältere Generation. Mein Sohn, der heute 19 wird, Shoutout Levin, der hat das mir, der ist so ein
großer Anhänger von diesen Proteingeschichten. Und die ganze junge Generation ist ja gerade Protein, Kreatin, die Muskeln müssen sprießen und ich glaube, es ist ja, aber Thomas deshalb. Müller richtet sich ja eher nicht an die junge Generation. Da warte ich doch lieber als junger Mensch auf den Florian Wirtz-Drink, den gibt's dann auch bald. Und dann kannst du weiter Thomas Müller trinken, okay? Du trinkst Thomas Müller und ich trinke Florian Wirtz. Meinst du, wäre der so ein Protein-Onkel? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er jung und hat Potenzial und ist die Zukunft, lieber Holger. Denk mal drüber nach. Ich denk mal drüber nach. Ich werde hier mal aber diese jungen Alt-Diskussion, da haben wir sehr nette Post bekommen, beziehungsweise gerichtet war sie an dich auch anlässlich erstmal deines Geburtstags und natürlich du bist ja besonders polarisierend in der Jung-Alt-Gen-Z-Diskussion und deswegen darfst du sozusagen dieses... Darf ich das Gedicht vortragen? Ja, auf jeden Fall. Genau. Deklamieren, was uns Matthias geschrieben hat. Also Matthias hat uns ein Gedicht geschrieben, Die Alten heißt das und es ist von... Er hat es nicht geschrieben. Theodor Storm. Nein, er hat uns geschrieben von dem Gedicht, er hat geschrieben, Mensch Holger, Glückwunsch zum Geburtstag und was ich nochmal sagen wollte, wenn ich dich so höre, ich bin selbst nicht Gen Z, aber ich musste an das Gedicht von Theodor Storm denken, das heißt... Die Alten. Wenn man jung ist und modern, möchte man natürlich gern alles neu und umgestalten. Doch wer meckert dann? Die Alten will dynamische Ideen endlich man verwirklicht sehen, ziehen sich sorgenvolle Falten. Ja, so sind sie, unsere Alten. Krieg und Elend, Hungersnot, manchen Freundes frühen Tod. Doch sie haben durchgehalten. Ja, das haben sie, die Alten. Was sie unter Mühe und Plagen neu erbaut in ihren Tagen, wollen sie jetzt gerne halten. Habt Verständnis für die Alten. Bändigt eure jungen Triebe, zeigt den Alten eure Liebe. Lasst euch Zeit mit dem Entfalten, kümmert euch um eure Alten. Wozu jagen, warum hetzen nach den ewigen Gesetzen? Ist die Zeit nicht aufzuhalten? Plötzlich seid ihr dann die Alten. Und in euren alten Tagen hört ihr eure Kinder klagen. Ach, es ist nicht auszuhalten, immer meckern diese Alten. Ja, des Lebens Karussell dreht sich leider viel zu schnell. Drum sollten sie zusammenhalten, all die Jungen und die Alten. Tja, das ist es. Ach, schön. Ich finde das wirklich schön. Ja, oder? Es ist wirklich, es passt auch, zumal ich ja auch... bei einer Trauerfeier noch war diese Woche hier im Rheinland. Und insofern das Lebenskarussell, was sich dreht. Und da hat sich Jung und Alt getroffen. Und ich habe wieder festgestellt, wie schön es ist, wenn man Familienfeste macht, wenn man Jung und Alt zusammenkommen, man wieder sich mal unterhält. Und auch wenn es ein trauriger Anlass ist und man, aber manchmal unter solchen Umständen, wenn man ein bisschen, wenn nicht jeder sofort sein Handy immer zückt und nicht immer die ganze Zeit irgendwie externe Sachen, sondern wenn man sich einfach auch besinnt, auf den Menschen, der gestorben ist und welche schönen Momente mit denen hatte und dann mit den Leuten redet untereinander und man die Geschehnisse nochmal reflektiert. Wunderbar. Also insofern, also mich hat Matthias mit dem Gedicht voll abgeholt. Abgeholt. Ja, ich glaube, das war auch sein Ziel, glaube ich. Das hat er erreicht. Ja. Und wir haben sozusagen wieder unseren Edutainment-Auftrag hier voll erfüllt und angenommen. Mhm. Und genauso machen auch weiter in der kommenden Woche natürlich Anja und Daniel. Das Duo haben wir schon länger nicht mehr. Und Anja hat ja netterweise dich an deinem Geburtstag hier festgeschrieben. Bravourös wie immer, Und genau, sie freut sich auf das Duo mit Daniel. Daniel freut sich ganz sicher auch. Und das wollt ihr natürlich überhaupt nicht verpassen. Und deshalb abonniert uns doch, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und Eckart und Ettel gibt's dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.